Das sind solche Unwahrheiten, die in dem Fall nicht mal aus Polizeimund, sondern aus dem Munde des Ministerpräsidenten, das ist ja dieser Bürgermeister in Hamburg, kommt. Das ist sowas von Absurdes, von absurd, dass es einem schwerfällt, an sich zu halten. Auf jeden Fall, diese Rechtswidrigkeit Fischmarkt wurde dann nochmal getoppt durch die rechtswidrige Befehlsverweigerung der 120 USK-Beamten am nächsten Abend, als sie vor dem Schanzenviertel den Befehl bekamen, hineinzugehen und die Lage zu bereinigen. Sie haben den Befehl verweigert. Es wurde jetzt manchmal so dargestellt, es würde sich um eine Remonstration handeln. Also, dass ein Beamter sagt, du Vorgesetzter, dein Befehl ist rechtswidrig. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Auch dazu sagen wir Kritische, solche Situationen, einschließlich, dass welche auf den Dächern rumhockten und auch Gegenstände runterschmissen, hat es in Hamburg schon öfter gegeben. Trotzdem sind die Fußsoldaten unten reingegangen. Natürlich ist man auch hochgegangen, um das abzustellen. Also das, auch dieser Vorgang wird überhaupt nicht weiter medial beleuchtet. Das Gleiche nochmal in Bezug auf die Gefangenen-Sammelstelle. Katastrophale Abläufe, das waren früher routinierte Abläufe, weil in Hamburg 4, 5 Wachen als permanente Gefangenen-Sammelstelle vorgehalten wurden. Da waren die Wachhabende, war das ganze Personal drauf trainiert, wie man das vernünftig macht. Dass man nicht die Zeit bis, also 12, 14 Stunden kurz vor Habeas Corpus Prinzip nach Ablauf des nächsten Tages, 24 Stunden, muss der Betroffene entlassen sein oder am Richter vorgeführt werden. Hier hat man das der Polizeiakademie übergeben, die 400 Gefangenenplätze. Also diese frühere Fachhochschule, wo die Kommissare aufwärts herangezogen werden. Deswegen war es diese Katastrophe. Man hat Gefangenenrechte missachtet in einem Maße, das übertrifft unseren Gründungsanlass, Hamburger Kessel 1986 auf dem Heiligen Geistfeld. Und man hat die Rechtsanwälte schikaniert bis dort hinaus. Wir fordern als Kritische, dass mindestens Disziplinarverfahren eingeleitet werden gegen diese Beamten. Das ist eines der klassischen, eines der gravierendsten Verstöße im Disziplinarrecht, den Befehl zu verweigern. Das muss mal beleuchtet werden. Vielleicht kommt das Parlament ja dazu noch, also unser Feierabendparlament, die Hamburger Bürgerschaft. Das ist ja auch nicht gerade qualitativ in der Lage, so etwas zu bearbeiten. Wir haben folgendes Problem. Je unübersichtlicher die Lage ist, das ist ein super simpler Führungsgrundsatz, desto größer muss ich die Reserve haben. Bei 21.000 Polizeibeamtinnen kann ich also locker 500 Beamte in die Reserve nehmen. Und hier hätte in Hamburg die Bereitschaftspolizeiabteilung Hamburg, also alle 400 Schaften, plus die erste Alarmabteilung Hamburg als Reserve vorgehalten werden müssen, weil das ortskundige Kräfte sind, die schon vielmals solche Lagen gehabt haben. Die kennen sich auch aus. Wenn Sie dem USK aus Bayern, das da am Schulterblatt stand, sagen, ja, dann geht mal 150 Meter rum und nehmt die nächste Seitenstraße, dann umgeht ihr den Gefahrenort des Dachs. Was machen die dann? Die gucken erstmal auf den Stadtplan, weil sie sich nicht auskennen. Aber hier haben sie es noch krasser gemacht. Die haben eine Befehlsverweigerung begangen. Und das ausgerechnet auch noch von Bayern, die sich immer als Helden der inneren Sicherheit darstellen. Das waren auch nicht die Hamburger Autonomen. Wenn das die Autonomen waren, wir müssen davon ausgehen, dass Rechtsextremisten hier ebenfalls im vermummten Block waren, die einfach sich besinnungslos austoben konnten, weil das alles auf die Rechnung der Linksautonomen geht. Auch da wird keine Kommunikation, keine Transparenz seitens der Polizei und des Verfassungsschutzes hergestellt. Die haben natürlich weitergehende Lagebilder. Das Gleiche ist, die Frage fehlt mir bisher immer noch völlig, wie viele verdeckte Ermittler waren da drin? Vielleicht gar keine, aber V-Leute waren nicht unter 2 Dutzend da drin, von den verschiedenen Ämtern, von der Bundesebene wie von Landesebenen. Wir haben eine gravierende Anzahl von V-Leuten gehabt, die in dem Bereich Schanze unterwegs waren, möglicherweise auch am Freitagmorgen mit den in Brand gesteckten Autos, Beschädigungen und so weiter. Und wir wissen definitiv, dass sehr viele Zivilfahnder mit
in der Schanze waren. So, da braucht es doch entsprechende Rückmeldung. Das, was Sie jetzt gefragt haben, dass Autonome sogar schützend versucht haben, die Plünderung der Geschäfte zu vermeiden, das müsste eigentlich von dienstlicher Seite bestätigt werden. Das war ein Zivilbeamter, der unterwegs war. Nein, V-Mann hat keine Schusswaffe, jedenfalls nicht legal dabei. Das war ein Zivilbeamter, der in der konkreten Situation, lassen Sie uns die auch nicht im Einzelnen erörtern, überfordert war. Das sind häufig eben junge Leute, so wie diese jungen Kriminalbeamten, die dort als verdeckte Ermittler eingesetzt werden und völlig außer Rand und Band geraten sind. Und natürlich wissen die V-Leute-Führer auch, was ihre verdeckten Ermittler machen. Auch das wird ja alles kaschiert. Also jetzt wieder Rote Flora, FSK. So, und diese gleichen Dinge, die wir schon so häufig in Hamburg erlebt haben, gerade seit Ronald Barnabas Schill, das haben wir jetzt in verdichteter Form während der 3 Tage um den G20-Gipfel erlebt. Bei der Großdemonstration am Fischmarkt, dann mit der Sonderlage am Freitagabend, Schanze, wobei das ist ja nur noch rechts, das war Abwesenheit der Herrschaft des Rechts. Genau wie bei den kleinen Einzelbereichen, also was an der Gefangenensammelstelle stattfand und viele andere Einzelvorgänge. Zähne ausschlagen, Unbeteiligte, Journalisten, die Ausweise wegschlagen, noch hinterhertreten, hinter Journalisten. Es ist unglaublich. Also die Abwesenheit des Rechts in vielen Einzellagen. Und trotzdem ist der Fragekern sehr bedeutsam. Warum tun solche Beamte das? Das sind ja nicht genuin Menschenhasser, sondern das ist aus der Überforderung der Situation heraus. Die haben 20 Kilo Schutzausrüstung dabei, es waren sehr warme Tage, die schwitzen, die wenigsten Polizisten sind, was die Bevölkerung immer glaubt, in körperlich gutem Zustand. Wir wissen ja, dass so und so viel Dehydrierungen und Kreislaufprobleme bis hin zu Kollapsen stattfanden. Und in solchen Situationen ist auch klar, dass man nicht mehr klar denken kann. Da macht man Fehlentscheidungen. Das soll auch keine Entschuldigung sein jetzt, aber das ist eine Erklärung. Und eine zweite Erklärung ist natürlich, es gab diese Kritik, die in den Tagen nach dem G20-Gipfel auf Null gestellt worden ist, von verschiedenen Einheiten, nicht nur den Berlinern, die gesagt haben, sag mal, was machen die hier? Wir haben doch ganz andere Erkenntnisse inzwischen durch unsere Mai-Festspiele in Berlin oder auch bei anderen Lagen. Man kann doch viel flexibler damit umgehen. Diese Kritik gab es. Zum Pfefferspray-Einsatz sagen wir Kritischen inzwischen, nach den ganzen anderen Erfahrungen bei solchen Lagen, bei Stuttgart 21, auch 100-fach missbraucht, Körperverletzungen begangen durch Polizeibeamte. Und in Frankfurt, bei Blockupy, in Gorleben sowieso, Castortransporte, aber auch in Berlin oder jetzt in Hamburg wieder, dass dieses Instrument der Polizei weggenommen werden muss, bis man die Sicherheit hat, dass durch Ausbildung und durch eine entsprechende Führung, also Dienstaufsicht, die auch funktioniert und nicht einfach dahergeredet wird, die ordnungsgemäße Anwendung sichergestellt wird. Wir haben auch hier wieder in Hamburg so viele Einzelfälle, wo einfach am Schluss eine Hundertschaft, die an der Schanze vorbeigegangen ist, nochmal der letzte Mann mit der Literkanone Pfefferspray, einem, die ganze Zeit, während die Hundertschaft da vorbeitrabte, nur gestanden hat. Die haben nichts gemacht. Zack, ins Gesicht gespritzt, eine Ladung Pfefferspray. Oder denken Sie auch an diesen Wasserwerfer am Fischmarkt, der den renommierten Fotografen der Sterns traktiert hat. Der sich dann, das ist ja alles dokumentiert durch Bilder. Das meiste ist ja gar nicht dokumentiert. Und nur da, wo wir solche laufenden Bilder haben oder auch stehende Bilder, da hat man überhaupt die Möglichkeit, die Polizei hart anzugreifen, was ja anscheinend hier niemand will. Also dieser Fotograf des Sterns zeigt nochmal dem Wasserwerferfahrer, Mensch Junge, ich habe doch die Zulassung, ich bin doch Pressefotograf, was soll das? Und er kriegt nochmal einen gezielten Strahl von der Sportkanone. Also das ist unglaublich. Das sind vorsätzliche, gefährliche Körperverletzungen. Auch nicht einfache. Und die können auch schnell zu schweren Körperverletzungen mutieren. Das wissen wir ja auch, Stuttgart 21. Ausgeschossenes Auge und andere schwere Verletzungen bei Demonstrationen. Also unsere Position ist inzwischen ganz klar.
Pfefferspray ist knapp unterhalb Schusswaffeneinsatz und die Polizei hat empirisch in so viel Einzellagen belegt, dass sie damit nicht umgehen kann, abschaffen.